Leon hat mit Snow jetzt vier Produkte rausgebracht. Hey, ich hätte fast den vierten vergessen. Und drei davon habe ich ja jetzt schon vorgestellt. Jetzt stelle ich natürlich auch das vierte Liquid vor. Und heute sprechen wir mal über den Liquid Illuminator. Ich bin ein Fan von No, auch wenn mir nicht alle Produkte liegen. Das muss auch echt nicht sein. Und wir müssen auch überhaupt nichts schönreden. So waren diese Liquids für mich natürlich so genau mein Ding. Denn als ich mit Skincare angefangen habe oder bevor ich mich genauer damit beschäftigt habe, war es bei mir so, dass ich eben auch das geliebt habe mit Gesichtswasser und so. Früher habe ich meine Haut eher mit Gesichtswasser gereizt, weil Alkohol und Duftstoffe drin waren und eigentlich keine Inhaltsstoffe. Heute gibt es eben diese sogenannten Liquids, also die können zäher herkommen, die sind aber im Endeffekt von der Flüssigkeit her genau das gleiche. Aber Liquids wie auch Toner, das kann man schichten, ne? Also das kann man super schichten. Besonders wenn du an einer trockenen Haut leidest, dann ist sowas eine richtig tolle Sache, weil eben die nächsten Schritte, die dann danach kommen, ein bisschen einfacher in die Haut einziehen. Als die beiden Produkte rausgekommen sind, also die beiden Flaschen von Leon, ich habe die übrigens unter dem E-Mail das Video gepackt, wo ich den Lilanen vorgestellt habe, wusste ich gleich, das ist eher so meins. Ne? Auch mal von der Verpackung gesehen, hier ist so Regenbogenfolie drauf, aber da wusste ich halt, das ist eher meins. Warum ist es meins? Ich mache ja kein Hehl drum und ich finde, wir müssen über diese Problematik viel mehr sprechen. Ich leide unter Skinpicking. Falls du nicht weißt, was Skinpicking ist, das ist eine Zwangsstörung. Man geht an sein Gesicht, drückt Poren auf, drückt Pickel auf und macht dadurch die Haut kaputt. Da habe ich hier eben so Stellen, da ist eine Hyperpigmentierung, also ein Fleck, der einfach gar nicht mehr weggeht. Hier habe ich so eine Art, mir hat mal der Hautarzt erklärt, wie das heißt, so eine Art Warze. Durch das ewige Rumdrücken an den verschiedenen Stellen. Das habe ich hier eben auch, das habe ich an anderen Stellen auch. Und dann konnte ich halt echt wunderbar gucken, was dieses Produkt in meinem Gesicht anstellt. Ich will nicht damit sagen, dass ich jetzt in der kurzen Zeit und die Flasche ist halb leer, irgendwie wahre Wunder in meinem Gesicht entdecken konnte. Ich meine, das wäre ein bisschen unlogisch. Denn, sind wir mal ehrlich, wenn du Pigmentflecken oder gerade von so Skinpicking irgendwie so Narben und Flecken im Gesicht hast, die hast du dir ja schon vor einer Weile zugezogen. Und das braucht eben so seine Zeit, dass es entweder verblasst oder ganz verschwinden wird es wahrscheinlich nicht. Aber ich fand es ganz interessant. Hier haben wir Niacinamid drin. Ich meine, das ist jetzt an sich kein unbekannter Inhaltsstoff mehr. Tranexamsäure, Kojisäure. Und jetzt habe ich das letzte vergessen. Ich blende euch einfach mal wieder die Inhaltsstoffe ein. Und die sollen da super entgegenwirken. Und ich habe euch die Stellen, wo ich so eine Art Hubbel auf der Haut habe, also das ist so eine Art Warze, oh, fragt mich nicht mehr. Also mein Hautarzt hat es mir mal erklärt, ich habe es aber komplett vergessen. Und ich habe aber schon gemerkt, diese Stellen kann ich wunderbar mit Säuren behandeln. Also BHA, AHA wirkt da und offensichtlich wirkt auch das hier, weil hier hatte ich ein größeres Problem. Da habe ich halt auch immer wieder rumgedrückt und dann stand dann so ein richtiger Hubbel direkt in der Mitte auf der Stirn. Das fand ich natürlich auch nicht so geil. Und da konnte ich halt ganz gut beobachten, was passiert mit der Stelle. Die ist natürlich immer noch da, aber sie ist minimal besser geworden, habe ich so das Gefühl, ne? Und auch so bin ich gerade in der Phase, wo ich eben so gegen diese Zwangsstörung anarbeite, mich so ein bisschen beobachte und gucke, warum mache ich das? Und da hilft mir eben auch das Produkt eben, das im Gesicht anzuwenden. Denn im Moment drücke ich nicht in meinem Gesicht rum und schaue halt eben auch, was meine Haut zu mir sagt. So, hätte ich diese Vorstellung vor 2 Wochen gemacht, wäre die Review nicht so gut ausgefallen. Ne? Also deswegen teste ich Produkte gerne auch immer 4 Wochen, vielleicht sogar auch ein bisschen länger. Ich finde es super von No, weil ich finde immer wieder Kommentare unter meinen Videos, dass eben Zuschauer von mir viel zu viel auf einmal testen, viel zu oft hintereinander testen.
Und so war es bei mir eben auch. Also ich habe ja eine Routine, ich kann die auch mal unters i legen, erzählt, dass ich mit dem Probleme habe, das juckt mir auf der Haut. Jetzt juckt es nicht mehr, ne? Also weil ich halt eben das halt schon so gemacht habe, dass ich das aufgetragen habe, dass ich eben Niacinamid, ich liebe dieses Niacinamid von Isana, kann ich auch mal unters i legen, aufgetragen habe und habe halt komplett vergessen, dass hier eben auch welches drin ist. Und wenn du dann dieses 10%ige noch von Rossmann aufträgst, klar, dann hast du nicht 10% plus auf dem Gesicht, so funktioniert Skincare nicht, aber es kann halt doch zu viel sein und da ja noch weitere Säuren hier drin sind, man muss halt eben immer aufpassen, was man aufträgt. Und gerade wenn du neue Produkte hast, fang langsam an. Übe mit dem Produkt. Also fang einmal pro Woche an. Hab alle anderen Serien erstmal außen vor. Also das sind Serien, die eben nur zur Regeneration da sind, die eben nicht irgendwie die Haut triggern oder so. Also keine Actives. Probier nur mal dieses Produkt mit deinem Waschprodukt und der Creme, um einfach mal zu gucken, was macht meine Haut so? Funktioniert das ganz gut oder funktioniert das nicht? Und wenn du nur einmal pro Woche das erstmal anfängst und dich dann da langsam steigerst, mit dem Produkt sozusagen übst, dann bist du auf der sicheren Seite und machst nicht denselben Fehler wie ich. Denn ich habe gerade auf meinem Discord immer wieder gesagt, mir juckt das auf der Haut und ich habe keine Ahnung warum. Denn ich bin ein Hauttyp, große Poren, fettige Haut. Meine Haut kann einiges ab, ne? Also, ich achte aber schon immer auf die Hinweise von meiner Haut, wenn was juckt oder wenn was brennt. Nicht denken, die Haut gewöhnt sich schon dran, sondern so vorgehen, wie ich dir das geraten habe. Wirklich alle anderen Serien, was du alles in deiner Skincare drin hast, weglassen. Mal gucken, vielleicht gibt es da irgendwelche Kreuzreaktionen oder vielleicht packe ich was zu viel auf meine Haut, wie jetzt bei mir beispielsweise mit dem Niacinamid, dann kann man das immer so ein bisschen außen vor lassen. Oder ich werde auch immer wieder gefragt, so Produkt XY ist nicht gut und dann höre ich halt raus irgendwie, dass man doch mit Seife reinigt oder mit anderen harschen Mitteln und ich dann eben erstmal rate, nimm ein Öl her, nimm einen ganz milden Schaum her und versuch's erstmal damit, deine Haut zu reinigen. Denn manchmal sind es eben solche Sachen, die man eben über Jahre hinweg so gemacht hat. Das bedeutet aber nicht, dass es immer gut war für die Haut. Und Seife, sind wir mal ehrlich, gehört eh nicht in unsere Routine rein. Jetzt funktioniert es, wie schon erwähnt, bei mir super gut. Ich würde gern mir nochmal eine Flasche holen. Aber ich muss an der Stelle sagen, ich habe mir den Adventskalender von No gekauft. Vielleicht kommt da nochmal irgendwie sowas in der Richtung raus. Vielleicht muss ich es mir ja nicht nochmal kaufen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde einfach gerne noch eine zweite Flasche ausprobieren, um einfach zu gucken, was macht es mit meinen Narben. Gerade hier, dieser braune Fleck, den ich hier habe. Oder um den Mund, habe ich halt schon ziemlich viele Schatten. Was macht es da damit, um das eben auf einen ziemlich langen Zeitraum anzugucken und zu schauen, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Weil die Effekte, die ich halt jetzt erzielt habe, sind halt eben schon relativ minimal. Wie war es bei dir? Hat das Produkt bei dir auch auf der Haut gejuckt? Hast du Pickel gekriegt? Also ich habe schon einige Stimmen gehört, die das Produkt gar nicht vertragen haben und ich kann es irgendwie verstehen, ne? Also wenn es selbst bei mir gejuckt hat, dann kann es bei empfindlicher Haut dann schon relativ schwierig sein. Schreib mir deine Erfahrung bitte unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.